Hallo und herzlich willkommen zu Aber bitte ohne. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollen wir eine fantastische Suppe machen. Eine rote Linsensuppe mit Curry. Und wenn wir nachher noch ein bisschen Mango und frische Koriander reinschneiden, wirklich super lecker. Vegan, ohne Gluten, ohne Laktose. Ja, dann zeige ich euch, was wir dazu alles brauchen. Ja, da haben wir hier für später ein bisschen frischen Koriander, eine frische Mango brauchen. Ein bisschen Ingwer, eine Gemüsezwiebel, 50 Gramm rote Linsen. Dann habe ich hier ein rotes Currypulver von Wieberg, ein bisschen Zitronengraspulver. Besser ist frisches Zitronengras, habe ich jetzt leider nicht bekommen. Dann machen wir es mit Pulver. Dann habe ich ein bisschen Gemüsebrühe. Eine rote Currypaste, da müsst ihr aufpassen, dass ihr eine kauft ohne Gluten und auch eine ohne Fisch. Da sind ganz oft Sardellen mit drin. Dann eine Dose Kokosnussmilch, 400 ml und ein bisschen Sesamöl. Ja, dann tun wir uns erstmal so ein fingergroßes Stück von dem Ingwer schälen. Und vielleicht in vier kleine Stücke schneiden. Den Ingwer tun wir nachher nochmal raussortieren. Dann schneiden wir die Zwiebel ganz grob klein. Und geben die in den Thermomix. Okay, dann tun wir die pürieren. 5 Sekunden lang auf Stufe 5. 5 Sekunden. So, dann gucken wir mal, dass wir die Zwiebeln wieder schön auf den Boden machen, dass sie gleich schön anschwitzen können. Dann geben wir jetzt den Ingwer dazu. Und dann wiegen wir uns 35 Gramm von dem Sesamöl ab. So, wenn wir jetzt das Olivenöl drin haben, dann schwitzen wir das an, 3 Minuten lang auf 100 Grad. Auf Stufe 1. So, dann gucken wir uns das einmal an. Okay, sehr gut. Dann geben wir jetzt 2 Teelöffel von der roten Currypaste dazu. Ein Teelöffel nicht gehäuft von dem Zitronengras. So ungefähr. Perfekt. Und jetzt tun wir das einmal nochmal eine Minute auch auf 100 Grad anschwitzen. So, perfekt. Jetzt haben sich da schon mal schön durch das Erhitzen in dem Öl die Aromen von dem Zitronengras und dem Curry ein bisschen entfalten können. Jetzt geben wir einen Teelöffel von der Currypaste dazu. Rücken gehäuften, so wie hier. Vielleicht noch einen Tacken mehr, so wie hier. Okay, sehr schön. Jetzt wiederholen wir das nochmal eine Minute auf 100 Grad. Stufe 1. Gucken wir einmal rein, wie es aussieht. Perfekt, okay. Sehr schön. So, dann wiegen wir uns jetzt hier 600 Gramm von der Gemüsebrühe ab. Perfekt. Geben dann die Kokosmilch dazu. Einmal immer gut schütteln vorher. Okay, und dann kochen wir das Ganze eine halbe Stunde auf 100 Grad. Perfekt. Okay, in der Zeit tun wir uns den Koriander ein bisschen fein hacken.
und die Mango dann auch ein bisschen fein würfeln. Okay, dann schälen wir uns die Mango. Okay. Die Mango hat immer einen Kern hier drin, die auch so oval ist wie die Frucht an sich. Und der ist ziemlich groß. Jetzt schneiden wir hier ein paar Scheiben, ein paar dünne Scheiben runter. Dann merken wir auch mit dem Messer, wann die Mango anfängt. Und können dann nicht mehr durchschneiden. Jetzt wird es ein bisschen härter. Die andere Seite auch. Wir werden nicht alles von der Mango brauchen, aber ich schneide jetzt komplett und habe dann direkt auch nachher noch ein Dessert. Perfekt, okay. Ja, dann machen wir einmal auf. Sehr schön. Jetzt müssen wir die vier Stückchen mit dem Ingwer rausfischen. Da ist schon mal eine. Wenn die vier Stückchen Ingwer draußen sind, dann tun wir direkt mal ein bisschen salzen. Perfekt. Okay, dann machen wir die Lentejasse, die roten Linsen dazu. 50 Gramm. Perfekt. Und jetzt kochen wir die 11 Minuten auf 110 Grad. Okay, 11 Minuten. 110 per Kochlöffel. So, wenn dann die 11 Minuten um sind, pürieren brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Mir gefällt das echt immer sehr gut, wenn noch so ein paar Stückchen von den roten Linsen mit drin sind. Perfekt, das ist super, wie das riecht, echt. Gut, dann tun wir jetzt einmal anrichten. Dazu geben wir ein bisschen von dem frisch geschnittenen Mango auf den Teller. Dann von der Suppe dazu. Schön von unten nehmen, wo sich die Linsen absetzen. Ein bisschen von dem frischen Koriander oben drauf. Perfekt. Und fertig ist sie. Rote Linsen-Currysuppe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen, viel Spaß beim Essen. Es ist wirklich super lecker. Probiert es einfach aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch den Daumen nach oben. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.